Ich schlage vor, nennen Sie doch Ihr Gesetz Koalitionsfrieden Rettungsgesetz. Denn nur darum geht es Ihnen, nur das ist der Zweck dieses Gesetzes und nicht wirklich eine Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche. Wenn es Ihnen um eine Informationsverbesserung gehen würde, dann wäre doch der Maßstab, auf den es uns immer angekommen ist, ob eine sachliche Information über Schwangerschaftsabbrüche, die ein Arzt vornimmt, nicht mehr strafbar sein soll. So in der Art, wie die Gießener Ärztin Frau Händel es gemacht hat, war für uns immer die Messlatte. Übrigens auch, verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, auch für Sie war das immer der Maßstab und die Messlatte. Und Ihr Gesetzentwurf, den Sie nun vorlegen, bleibt deutlich unter dieser Messlatte zurück. Der Arzt darf weiterhin nicht frei informieren, darf weiterhin nicht aus seiner beruflichen Erfahrung schöpfen und sagen, das ist doch die Information, das sind doch die Fragen der Frauen, der Mädchen, die zu mir kommen. Da beantworte ich aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, was die typischen Fragen sind. Der Arzt weiß es doch. Und die Frauen und Mädchen können sich weiterhin nicht frei informieren bei den Ärzten, zu denen sie überlegen, hinzugehen. Das ist doch nicht eine echte Verbesserung der Information, gerade bei den Frauen. Woher kommt denn dieses riesige Misstrauen, das Sie den Ärzten entgegenbringen?